Der muss doch mal rüberfahren. Mal Platz hier. Weg da. Aus dem Weg. Fahren mal ein paar Leute um. Krankenwagen. Boom, Alter. Tschu. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Watch Dogs Legion. Ich spiele die Story weiter. Als ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. So Leute, weiter geht's. Willkommen zurück hier. Bist du gerade etwas unpässlich? Nein, Berkeley. Ich wollte eh gerade gehen. Okay. So. Genau. Das ist meine neue Mission. Störe Albion-Propaganda, beschaffe Daten zur Albion-Operation. Das werden wir gleich mal machen und wir nehmen gleich mal das Motorrad hier. Weg da. Achso, ich muss mal gucken. Wo sehe ich denn? Achso, hier sind meine Missionen. Genau, das mache ich jetzt. Karte. Ich glaube, wir fahren erstmal dahin. So. Mucke habe ich erstmal ausgemacht. Und dann fahren wir doch mal dahin. Ich darf nicht vergessen, dass ich hier auf der linken Seite fahren muss. Weil, ja, ansonsten habe ich ein Problem. Kann mir auch gleich mal ein bisschen London angucken. Links. Oh. Links, okay. Links ist das neue rechts. Links. Uff. Wie guckt man denn zurück? Wie guckt man denn hier zurück? Rückansicht. Viereck. So, bin ich hier noch richtig? Denk schon, oder? Ja, dann gucken wir doch mal. Was die Mission hier so uns zu bieten hat. Uiuiui. Okay, hier muss ich rein. Steigen. So, hat die denn auch eine Knarre dabei? Oder wie ist das? Gelegenheit im Bezirk. Sammle Beweise. Was will die denn? Was lotzt die mich denn? Ja, rück mir auf die Pelle. Du bist doch zu mir gekommen, Junge. So. Und jetzt muss ich irgendwie da reingehen. Oder kann ich das auch über die Cams machen? Über die Cams? Ich komm da gar nicht rein, oder? Heben, senken. Ich habe keine Ahnung. Sperrgebiet. Sperrgebiete. Sperrgebiete sind gefährlich und sind auf der Minikarte markiert. Eindringlinge werden bei Sicherheitskontakt unmittelbar angegriffen. Kundschaften. Drücke R3, um ein Gebiet zu scannen und Möglichkeiten zum Kundschaften aufzudecken. Kapere entdeckte Kameras und Drohnen, um ein Gebiet auszukundschaften. Oder verwende Fallen. Schleichen. Gehe heimlich vor, um Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Drücke L3, um in die Hocke zu gehen. Captains rufen Verstärkung, wenn sie dich entdecken. Versuche sie vorher auszuschalten. Albion hat jetzt eine Operationsbasis in den Royal Courts of Justice. Na super. Okay. Also kann Albion jetzt jeden einfach verhaften und die Gerichte dazu bringen, sie auf ewig hinter Gitter zu stecken. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Ganz genau. Aber vermutlich findet man da Informationen, wie Albion gegen Andersdenkende vorgeht. Vor allem gegen wen und warum. Komme ich da nicht rein? Wir brauchen diese Daten, wenn wir diese Operation stören wollen. Tja. Die Frage ist nur, wie bekomme ich diese Daten? Also daher wahrscheinlich nicht. Also früher konnte man, da ging es immer noch, dass man da anders gehackt hat. Aber heute geht das, glaube ich, nicht mehr hier. Hm. Falle. Okay, da muss ich wahrscheinlich doch da rein. Falle scharf machen. Und die glotzt mich die ganze Zeit so an. Jane Shield, Albion Sicherheitsangestellte.
Sie ist weg. Sie ist weg. Achso, ich kann mich unsichtbar machen. Wie lange geht denn das? Nicht lang. Jemand ist verletzt. Und das braucht eine ganze Weile, bis das wieder aufgeladen ist. Findet die Zielperson. Findet die Zielperson. Rekrut speichern. Irgendeine Spur vom Ziel? Im Team anschließen. Alles sauber hier. Ich geh. Potenzielle Rekruten. Abneigung gegen DedSec. Okay. Dann hat sie das schon mal erledigt. Falle scharf machen. So, jetzt hauen wir den erstmal um, ne? Ich muss auf jeden Fall da irgendwie rein. Da ist auch noch einer. Ich weiß aber nicht, ob der dazu gehört. Oh, scheiße! Hä? Da ist noch einer. Das ist der Boss, glaube ich. Ich glaube, ich bin gleich tot. Okay, das war knapp. Ich weiß nicht, was das da drüben genau ist. Ob das wichtig ist für mich. Auf jeden Fall muss ich da hoch. Und hier muss ich irgendwas noch freischalten. Naja gut, jetzt habe ich schon mal das Sicherheitspersonal. Habe ich jetzt schon mal hier umgehauen. geil. So. Ich glaube, hätte ich den Roboter gehabt, wäre das alles ein bisschen einfacher gewesen. Ich weiß es natürlich nicht, wo hier noch welche sind. Oder ob hier noch welche sind. Ich mache natürlich hier immer einen Scan, aber... Naja. Oh, da ist noch einer. So. So wollte ich das vorhin eigentlich mit dem anderen Typen auch machen. Wachen die nochmal auf? Ich weiß es gar nicht. So. Jetzt sind wir hier in der Zentrale und können das Ding klauen. Oder was auch immer machen. Hochklettern. Null. So, das erste Ziel haben wir schon mal geschafft. Wir haben auch gleich ein paar Punkte bekommen. 390. Was gibt's, Baxi? Eine Liste, was Albion für wichtige Ziele hält. Bedrohungen für den Frieden in London. Siehst du? Ich hätte, glaube ich, auch da reingehen können. Jemand, der ein Asyl leitet. Großer Gott, verrammelt die Türen. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Alle, die der Rebellion verdächtigt werden oder voll ihm. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Ansonsten muss ich gegen ihn kämpfen. Albion verhaftet systematisch alle, schon bevor sie überhaupt rebellieren können. Kann der mich sehen? Ja, da schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Kann er nicht. Denn mit dieser Liste finden bam, bam, bam. Wir Gesinnte, die uns helfen können. So. Sehr gut. So, dann stören wir mal die Albion-Propaganda und geben den Leuten Hoffnung. Gut. Ich gehe nochmal da hinten hin. Um zu schauen. Man sieht halt dieses Personal oder keine Ahnung, wie man dazu sagt, dieses Wachpersonal. Sieht man halt immer relativ spät. Ich sehe es immer erst, wenn sie schon vor mir stehen. Ist hier noch irgendwas? Also da gibt es irgendein Dokument. Aber ich weiß nicht, ob das da draußen ist oder da drin. Ich glaube, das ist drinnen. Ich meine, ich habe die eh schon alle K.O. gehauen, deswegen... Gibt es hier kein großes Problem mehr? Ich gehe nochmal da drüben hin, um zu gucken, ob ich da was einsacken kann.
Aber es sieht so aus und es ist nicht mehr in diesem, wie sagt man, Gefahrbereich. Mach mal auf hier. Das muss irgendwie hier sein. Geräte können im und außerhalb des Kampfes nützlich sein. Drücke R1 zum Ausgleich. Achso, das ist dieses Unsichtbarkeitsding. Ja. So, und hier soll noch irgendwas sein. Ich weiß aber nicht was. Kann man da rein? Also hier soll es irgendwas geben. Über mir. Wie soll ich denn da hochkommen? Da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Da wäre ich wahrscheinlich reingekommen, aber... Oh Gott. Wie stecke ich denn die wieder weg? Wie stecke ich denn die Knarre weg? So? So. Hol die da die Waffe raus, ey. Ich glaube, ich spinne. Tja, ich weiß es nicht, aber da oben scheint irgendwas zu sein. Entweder komme ich da mit einer Drohne hin oder... Ah. Da ist ein Bulle, ich weiß aber nicht... da ist ein Polizist, ich weiß aber nicht... Was das soll. Und hier gibt es noch irgendein Dokument. Aber wie ich daran komme... keine Ahnung. Müsste ich eventuell nochmal rein und nochmal gucken. Ich meine, die Typen, die sind ja eh schon alle K.O. Wo soll das sein? Da hoch vielleicht? Blub. Ja, tolle Maske, ne? Hier steht auf jeden Fall die Maske und es soll da unten sein. Wo soll hier was sein? Ach, da ist was. Guck mal. Royal Courts 1. Wie versprochen, diese Nacht ist verschlüsselt. Informationen sind vertraulich zu behandeln. J.F. Robert Williams, Richter, hat bereits mehrfach Versuche niedergeschlagen, das Schnüfflergesetz mit Zivilprozessen gegen den Staat zu lockern. Der Ehemann besitzt ungefähr 2,5% Anteil von Bloom. Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Sammelitem, ein Collectible, wie man so schön sagt. So. Gut, dann gucke ich mal, wo mein Motorrad ist und dann machen wir gleich weiter. Eigentlich könnte ich mir so ein Auto krallen hier. So eine geile Kiste. Macht das denn auf hier, das Ding? Achso. Gut, ich guck mal schnell auf der Map, weil ich muss ja da hinten hinfahren. Was ist das? Propaganda stören. Gut. Gut, das erste haben wir schon geschafft. Jetzt muss ich nur die Propaganda irgendwie stören. So. Dann haben wir die automatische Musik mal ausgemacht. Ich fahre hier, glaube ich, ein Elektrofahrzeug, kann das sein? So. Ich fahre immer auf der falschen Seite, Alter. Bin total lost. Total lost, Alter. So. Uiuiuiuiui. Oh Gott. Was war das denn? Da ist einer ausgestiegen. Schnell weg. Ah! Ja, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert mit diesem Linksverkehr. Der muss doch mal rüberfahren. Mal Platz hier. Weg da. Aus dem Weg. Fahren mal ein paar Leute um. Krankenwagen. Boom, Alter. Tschu. Oh, ich bin vorbeigefahren. Gut, dann gucken wir doch mal. So, hier ist irgendwas propagandamäßig unterwegs. Huch. Ist ein vermutlich gehacktes Fahrzeug.
Lockdown durchführen. Lockdown durchführen? Gehacktes Fahrzeug identifiziert. Suche nach der Ursache. Ach du Scheiße. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich weiß, du bist hier irgendwo. Ich hab nichts entdeckt. Ich gehe weiter. Also ich bin mir nicht sicher. Irgendwas, es wird mir angezeigt, dass irgendwas nach oben. Vielleicht muss ich da reingehen. Nee. Fuck, wie vom Erdboden verschluckt. Da oben wird mir irgendwas angezeigt. So. Wie fliegt ihr denn hoch? Achso. So, dann gucken wir mal. Hier ist dieses Ding, glaube ich. Anlocken. Hm, ja, da ist eine Kamera, aber die bringt mir nicht viel. Also hier ist auf jeden Fall mein Ziel. Die Frage ist, wie kommt man denn da hoch? Kommt man da überhaupt hoch? Ich sehe hier gerade nichts. Vielleicht hier hinten lang? Außer Reichweite. Hier könnte man hoch. Okay. Gut, dann gehe ich mal da hinten lang und guck mal. Hat er mich gemeint? Mal hier hinten lang und dann da irgendwie hoch. Weil ich bin mir sicher, sehr sicher, dass ich hier, dass ich da hoch muss. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Was war das denn? Kannst du da hochspringen? Ja. Perfekt. Huch, nicht runterfliegen. Also da komme ich nicht hoch. Sehr gut. Ah, hier. Ich nehme das Ding einfach. So. Ja, ich möchte dieses Ding fahren. Kapern. Fahr doch mal da raus, Junge. Ich könnte aber auch... Wie fährt das Ding? Was war denn das? Ah, guck mal hier. Hängt irgendwo fest, kann das sein? Ich guck mal, ob ich da hinten rumgehen kann. Ja. So. Falsch, ja. Ja, moin. Gut, nochmal. Ah, nicht unsichtbar machen. Papern. So. Nee. Runter. Runter. Aber ich glaube, das wird wieder nichts. Ich muss die Kiste hier irgendwie mal rausfahren. Weil ich muss ja nach ganz oben. Da komme ich ja sonst gar nicht hin, oder? Naja, ein Versuch ist auf jeden Fall wert. Ich versuch's mal. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht selber umfahre. So, und ja, da muss ich da rein. Dann nochmal hier. Kapern. Und ja, hoch. Jetzt. Hängt das Ding hier schon wieder irgendwo fest, ey. Ich muss eigentlich nur darüber kommen und dann bin ich, glaube ich, eigentlich schon safe. So. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, guck mal hier, die ist ja wie der geschwinde Blitz. So, was haben wir hier Schönes? Technikpunkte.
Okay. So. Bin zwar noch nicht ganz da, aber gleich eventuell. Also auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal rausbekommen, wie man da hinkommt. So, guck mal. Oh. So, und dann rennen wir da und dann springen wir. So. Und jetzt. Jetzt sind wir da. Jetzt können wir das Ding mal richtig abhacken, Alter. We shall never. Was stand da? Surrender oder was? So, Herausforderung abgeschlossen. Propaganda, Kalem Widerstand vergrößert. Widerstand vergrößert. So, damit habe ich die Mission erfolgreich abgeschlossen. Ja, sehr gut. So erregt man die Aufmerksamkeit der Leute. Dann wissen sie, dass sich jemand gegen Albion wehrt. Wir entfachen das Feuer, damit sie sich auch wehren. Auf jeden Fall reduzieren wir die Augenschmerzen. Und jetzt? So, hier kann ich ganz einfach... Mission gestartet. Weckruf. Weckruf? Okay, von mir aus. Wir sehen bereits Ergebnisse deiner Aktionen. Trifft den Detzig-Informanten. Auf der Liste, die wir steht ein Journalist in Camden, der über Albion recherchiert. Wir haben Kontakt aufgenommen und er hat Informationen, die uns helfen könnten. Du solltest dich mit ihm treffen. Schick mir die Location. Kann ich da durchfahren? Oh. Ich guck mal schnell, wo ich hin muss. Ja, das geht eigentlich. Ich hau hier voll ein... Oh, hier voll ein rein. Ich vergesse immer wieder, dass es Linksverkehr ist. Kann ich da durchfahren? Oh. Alter, hier fliegen Drohnen und keine Ahnung, was alles rum, ey. Gibt es hier Geschwindigkeitsverstöße? Eben senken, okay. So, dann hacken wir mal die nächste Geschichte hier. So, da sind wir auch schon. Noch nicht ganz. Oh. Alter, ich vergesse immer wieder, dass hier Linksverkehr ist. Ich versuche alles richtig zu machen, aber trotzdem ist irgendwie immer alles falsch. So. Da ist mein Informant. Oder wie auch immer. Hallo. Hallo? Jetzt. Hab gehört, du kannst Hilfe brauchen. Was ist los? Ihr seid die Typen, die es Albion zeigen? Kann kaum glauben, dass das noch jemand tut. Ich dachte, ich wäre allein. Ich verbreite nur alle Informationen, aber ihr werdet aktiv. Na, muss ja, oder? Sonst macht Albion aus unserem Land eine PMC-Diktatur. Muss alles. Also, muss. Was gibt's? Wäre fast draufgegangen, als ich das gefunden habe. Albions sämtliche Operationsdaten für die ganze Stadt. Konvoirouten, Überwachungsziele, alles da. Könnt ihr sicher gut gebrauchen. Das stimmt schon, ja. Hier ist ein Beispiel. Albion hat King's Cross für die Öffentlichkeit geschlossen, stimmt's? Aber die Leute wissen nicht, dass das ihr Logistikzentrum ist. Material, Truppen, was auch immer. Das meiste Zeug läuft da durch. Wollt ihr den Leuten einen riesigen Schub verpassen? Dann schlagt dazu. Wenn ihr das lahmlegt, legt ihr Albions Operation weitgehend auf Eis hier in Camden. Ach was, überall. Dann steht der Plan. Auf los geht's los. Dann steht der Plan. Erreiche die King's Cross Station. Soll ich mal den geilen Roller nehmen da? Wo ist denn die King's Cross Station? Okay, die ist ja gleich hier nebenan. Da brauche ich ja gar nicht hinfahren. Kann ich ja laufen. Guck mal, das sind 70 Meter. Dann machen wir das nochmal. Albions Operationspläne waren genau, was wir brauchten, um weiterzukommen. Wir müssen uns das genauer ansehen. Sofort. So, aber das ist schon wieder so ein roter Bereich, Alter. Wie nehmen wir King's Cross offline? Das ist irgendwie... Albion hat einen riesigen Generator mit Hybridantrieb. Könnte gefährlich werden. Wird nicht einfach zu dem Generator zu kapere einen Nachrichten... Eine Nachrichtendrohne. Irgendwelche guten Ideen? Meine Nachrichtendrohnen sind noch hier drin und sollten funktionieren. Du könntest eine von ihnen nutzen. Vielleicht hast du beim Steuern auch mehr Glück. Hm. Und was ist das für eine Drohne da? Ist das ein Feind? Deaktivieren.
Gut, die kann weg. Ist hier noch irgendwo eine... Was ist denn das, Alter? Das sieht aus wie ein alter... Ja, wie so ein altes... Keine Ahnung, was... So ein Gleis oder sowas. The Old Chest. Gut, da sind noch mehr von diesen Viechern. Gehen die nicht kaputt? Kapern. Kapern! Nee, die gehen dann weiter. Kann ich nicht kapern? Warum kann ich die nicht kapern? Ist ja komisch. Da hinten, da ist noch eine Kamera. Hacken. So. Tja, eine Energiespitze in einem Generator mit Hybridantrieb ist nicht dasselbe wie ein Brötchen aufzubacken. Wir brauchen genaue Anweisungen. Finde Informationen zum Generator. Schauen wir doch mal. Menschen sind hier gar nicht, ne? So. Was haben wir denn da Schönes? Hey, zieh dir das rein. Mann, ist verflucht kompliziert. Die Drohne hat eine ganz gute Kamera. Fotografiere die Generatorbaupläne. Demzufolge gibt es einen Überbrückungscode, mit dem wir ins Generatorsystem reinkommen. Lade den Code für die Zündung herunter. Wo ist der Code für die Zündung? Ich sehe immer noch keinen Mensch. Hier sind keine Menschen, Alter. Können die mich eigentlich sehen, diese anderen Drohnen? Oder irgendwie bemerken? Oder irgendwas machen? Oder... Also sie fliegen zwar rum und glotzen, aber irgendwie sind die nicht wirklich schlau. Dass hier noch eine andere Drohne drin ist. 100. Sehr gut. Setze den Code beim Generator ein, dann kann ich eine Stromspitze auslösen. Das sollte ausreichen, um King's Cross offline zu nehmen. Und das Bahnsystem auch. So. Dann ja, mal los. Alter, was geht denn hier ab, ey? Spannung wird erhöht. Bam. Da wird es einmal ganz hell. Aber so richtig. Oh, ich hab ne Trophäe bekommen. Piu, piu. Piu, 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 piu. Feuerwerk, Feuerwerk. So, Leute, da würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne beim nächsten Mal, wo es genau hier weitergeht mit der Story. Falls ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr gerne auf twitch.tv/tridonex vorbeischauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und einen Kommentar. Das ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.